Mercedes. Mythos, Marke, Multikonzern. Mehr als 130 Jahre Geschichte. Von zwei Tüftlern zum globalisierten Weltunternehmen. Meistens teurer als die Konkurrenz, aber ein Statussymbol. Viele, die etwas auf sich halten, fahren gern mit dem Stern. Der Stern steht für Faszination, das steht für Ingenieurskunst. Mercedes, das sind Erfindungen und Erfolge, aber auch Fehler und Krisen. Etwa die Fusion mit Chrysler, ein Milliardengrab, einer der größten Flops in der Industriegeschichte. Man kann von Glück sagen, dass man Chrysler noch rechtzeitig wieder verkaufen konnte vor der großen Finanzkrise. Wenn das Image ins Schleudern gerät, steht für die Aktionäre viel auf dem Spiel. Das Gegenmittel ist millionenschweres Sponsoring. Das war Markenaufladung in höchst emotionaler Reinkultur. Da muss viel passieren, dass diese Skandale das Negative abfärbt auf die Marke. Wo liegt die Zukunft von Mercedes? Auf neuen Märkten in Fernost? In neuer Autotechnik? . 2015 schätzen Marktforscher Mercedes als wertvollste deutsche Marke ein, knapp vor der Konkurrenz BMW. Auch im Ausland ist die Bekanntheit hoch. 95% aller Amerikaner und 85% aller Chinesen kennen Mercedes. Die Heimat? Untertürkheim, ein Stadtteil von Stuttgart. 284.000 Mitarbeiter weltweit. Bilanz 2015, gut 2,9 Millionen produzierte Fahrzeuge. Umsatz knapp 150 Milliarden Euro. Das Image der Marke hat mindestens zwei Gesichter. Altherrenauto oder sportliche Arroganz. Zwischen Selbstbewusstsein und Arroganz ist ja ein schmaler Grat. Und Mercedes war bestimmt stellenweise arrogant, kam so rüber. Mit diesen Trutzburgen da in und um Stuttgart, die da gebaut wurden, und mit dieser Attitüde, uns kann keiner was, wo wir sind, ist vorne, und wenn wir hinten sind, dann ist halt hinten vorne. Die zwei Seiten des Sterns. Zwischen Silberpfeil und Opa-Auto. Jeder verbindet Mercedes aber mit deutscher Qualität, deutscher Zuverlässigkeit. Luxus auf jeden Fall und sich was gönnen. Anzugträger. Und ein Taxifahrer. Eigentlich so das Aushängeschild im Ausland, auch für Deutschland. Silvia Danne und John Christoph Bernd sind Markenexperten. Ihre Themen? Markenpflege und Markenentwicklung. Zweifelsohne hat Mercedes lange Zeit mit einem verstaubten Image zu kämpfen gehabt. Mercedes ist nicht jung und auch nicht sexy. Aber Mercedes ist im besten Alter und begehrenswert. Es ist eine alte Marke, die sich neu jung erfindet. Das Image der Marke aufpolieren. Dafür fließen Millionen in Sponsoring. Seit 1972 wirbt Mercedes mit den Mannschaftsbussen des Deutschen Fußballbundes. Seit 1990 sind die Stuttgarter Generalsponsor des DFB. Geschätzte 8 Millionen pro Jahr zahlt der Autokonzern an den Fußballverband, in der Hoffnung, dass der Glanz sportlicher Sieger auch auf die Produkte von Mercedes strahlt. Vorausgesetzt, die Mannschaft ist erfolgreich. Wir sehen schon die Reaktion nach großen und auch einfach international teilweise eingesetzten Fußballkampagnen, wie bestimmte Imageaspekte sich verändern zum Positiven. Der Prozess läuft über die Marke. Diese Aktivitäten laden die Marke auf, laden sie sehr positiv auf. Wir haben natürlich auch, wenn man so will, Glück gehabt, indem wir den Slogan geprägt haben, bereit wie nie. Das war auch mit Risiko behaftet. Und als sich dieses Versprechen dann bestätigt hat und der vierte Stern auch von uns in Absprache mit dem DFB als Mercedes-Stern interpretiert werden konnte. Also das war Markenaufladung in höchst emotionaler Reinkultur. Ein Deal nicht ohne Risiken und Nebenwirkungen, ohne Garantie auf ewigen Glanz. Fällt ein Schatten auf den Sponsorpartner, nimmt auch die Marke Schaden. Hinweise auf dubiose Geschäfte bei der Vergabe der Fußball-WM 2006 in Deutschland,
Negativschlagzeilen auch für Mercedes. Stefan Bratzel ist Automobilexperte und Branchenkenner. Nun, man muss sich natürlich immer als Unternehmen Gedanken machen, mit welchen Partnern bin ich zusammen und sind es die richtigen Partner. Und wenn ein Partner, mit dem man Sponsoring betreibt, ja, unter großen Problemen ist, dann färbt das ein Stück natürlich auch ab, wenn man immer daneben steht als Marke. Schon in den Nachkriegsjahren investiert Mercedes viel in die Imagepflege. Ganz wichtig, wer alles einen Mercedes fährt. Die offizielle Limousine von Kanzler Konrad Adenauer, ein Mercedes 300. Angeblich auch deshalb ausgewählt, weil Adenauer hier mit Zylinder einsteigen konnte. Mercedes stand für Wir sind wieder wer. Und die Politik Adenauer stand auch dafür. Das heißt, eine symbiotische Beziehung zwischen Mensch und Automobil. Adenauer konnte nur Mercedes fahren. Das war auch ganz wichtig für das Emporkommen der Nation nach dem Krieg, 50er Jahre, dann Wirtschaftswunder. Das Selbstbewusstsein wieder sich zurückholen, zurückgewinnen, das ging nur, indem die Honoratioren, die Politiker, die Wirtschaftsbosse Mercedes gefahren sind. Heute ist es anders. Mercedes wird schon damals mit Macht und Machtbewusstsein gleichgesetzt. Und mit Geld, viel Geld. Die Profiteure des Wirtschaftswunders fahren Karossen mit Stern. Und das Auto wird mehr und mehr zum Prestigeobjekt der Deutschen. Je mehr PS, desto mehr Ansehen. Ideal als Statussymbol der Nachkriegsdeutschen, der Mercedes 300. Mit Spitze 160 damals das schnellste deutsche Serienauto. Ein alter Traum auch für Rennlegende Jochen Maas. Mit 105 Formel-1-Starts ist er einer der besten deutschen Rennfahrer aller Zeiten. Maas fuhr für McLaren, Porsche und auch für Mercedes. Es war wirklich natürlich ein Traumfahrzeug, weil es strahlte alles aus, die Solidität, die Design, die alles, was innen gemacht war. Jedes Lämpchen, die geflochtenen Halteschlaufen und so weiter. Das waren alles so Sachen, wo man einfach drin war in einem Wohnzimmerambiente. Und wer einen Mercedes fahren konnte und sich den leisten konnte, hatte natürlich irgendwo damit bewiesen, dass er irgendwo in der ganzen Hierarchie doch schon recht weit oben angesiedelt war. In den 50er Jahren kommt auch das Exportgeschäft mit Autos made in Germany wieder in Gang. Mercedes präsentiert 1954 in New York erstmals den Sportwagen 300 SL. Und als dann die Sportwagen kamen, wie die hinter mir irgendwo da rumstehen, das war natürlich ein absoluter Traum. Und die waren natürlich so weit weg von dem Empfinden, dass man sowas mal besitzen könnte, dass man sich darüber zwar lüstern Gedanken machte, aber auf der anderen Seite erstmal wusste, da war ein langer Weg bis dahin. Der Rennsport ist damals, wie heute, für Autohersteller eine teure, aber lohnende Bühne. Autos von Siegern werden auch für den Straßenverkehr gern gekauft. Dabei geht es vor allem ums Image. Technisch haben die Rennautos schon damals kaum etwas gemeinsam mit den Modellen für jedermann. Auch wenn die Verantwortlichen immer gern erklären, der Rennsport sei eine Art Versuchslabor für die Alltagsautos. Die Marke Mercedes ist auf der Rennstrecke geboren. Und seit über 100 Jahren nehmen wir die technischen Innovationen, die wir auf der Rennstrecke entwickeln, unter Extrembedingungen und überführen sie in den Serienautos. Sieger Mercedes-Benz. Gewinner ist des Mercedes-Benz-Wagens, denn die Rennerfahrungen kommen dem Serienwagen zugute. Nach einem schweren Rennunfall in Le Mans zieht sich Mercedes 1955 erstmal völlig vom Rennsport zurück. In den 60er Jahren entdecken die Marketingstrategen aus Untertürkheim dann ein neues Verkaufsargument, das bis dahin kaum eine Rolle gespielt hatte, die Sicherheit. Der neue Trend kommt, wie so oft, aus Amerika. Da gibt es schon 1949 erste Crashtests. Zuerst nur für Gurte und Schleudersitze der Armee. Seit 1959
knallt es auch bei Mercedes kontrolliert im Dienst der Sicherheit. Harry Niemann war Leiter des Mercedes-Firmenarchivs und weiß, wie abenteuerlich die ersten Versuche zum Thema Sicherheit waren. Es gab die berühmten Schlittenversuche, die Ernst Fiala durchgeführt hat, wo man den Schlitten mit leeren Gurkendosen aus der Werkskantine abgebremst hat. Ja, also da hat sich dann wirklich ganz langsam ein Bereich entwickelt, wo der eben diese Sicherheitstechnik klar im Fokus hatte. Aus der Sicht von heute wirkt vieles improvisiert. Doch schon die ersten Maßnahmen verbessern die Sicherheit. Und hier das Ergebnis. Wirksame Polsterplatte am Lenkrad, verformbare und zusätzlich gepolsterte Armaturenanlage, weiche Sonnenblenden und Sicherheitsinnenspiegel, elastische Knöpfe und Hebel. Der Konstrukteur Bela Barini. Er gilt damals als König der Crashtests. Für VW hatte er den Käfer erfunden. Für Mercedes entwickelt er die sogenannte Knautschzone, die von 1959 an in Serie geht. Früher hat man geglaubt, je stabiler und fester ein Auto ist, desto sicherer ist es. Und hat dabei übersehen, dass natürlich die Aufprallkräfte dann nahtlos an den Insassen weitergegeben werden. Und Barini hat 1951 eben dann ein Patent erwirkt, indem er die stabile Fahrgastzelle hat mit der Knautschzone vorne und hinten. Und das war der Beginn eigentlich eines Umdenkens. Ja. 1955 kommen noch 5-mal mehr Menschen im Straßenverkehr ums Leben als heute. Und das bei viel weniger Autos. Die heftig umstrittene Gurtpflicht wird 1976 vorgeschrieben. Die ersten Experimente mit Airbags starten 1967. Der erste Fahrer-Airbag, der weltweit präsentiert wurde, war in der S-Klasse der Baureihe W126. Ja? Das erste ABS war in der S-Klasse der Baureihe W116 gewesen. Ja? Also man sieht schon, und diese Liste ließ sich also beliebig fortsetzen bis in die heutige Zeit. Noch mehr Sicherheit sollen sogenannte Fahrassistenzsysteme bieten. Computer und Sensoren kontrollieren den Fahrer und greifen im Notfall blitzschnell ein. Das Auto auf dem Weg zum selbstständigen Roboter. Die frühen Pioniere des Automobils wären wohl fassungslos. Unser nächstes Kapitel: Legenden aus der Gründerzeit. Wer hat's erfunden? Karl Benz und Gottlieb Daimler. Zwei Tüftler aus dem Südwesten, die nie miteinander gesprochen haben. Beide entwickeln fast zeitgleich die ersten deutschen Autos und machen den Raum Stuttgart zur Wiege einer neuen Industrie. Im Stammwerk in Untertürkheim sind im Jahr 1900 schon mehr als 2000 Arbeiter beschäftigt. Ich bewundere diesen Pioniergeist. Man könnte ja sagen, dass hier Neckartal, Neckar Valley, das war so Silicon Valley von 1886. Da haben ja Pioniere wie Gottlieb Daimler und auch Karl Benz gesagt, jetzt machen wir nicht eine Pferdekutsche mit Pferd besser, sondern wir machen was ganz Neues. Wir gründen eine neue Industrie. Und wir sehen jetzt 130 Jahre später, was daraus geworden ist. Das ist schon sehr, sehr spannend. Gottlieb Daimler ist gelernter Büchsenmacher. Doch statt Gewehre zu bauen, will er lieber die Kutsche revolutionieren. Gemeinsam mit Wilhelm Maybach bastelt er im Geheimen an Verbrennungsmotoren. Das Unternehmen weckt Verdacht. Die Polizei rückt an. Man vermutet Falschmünzer und trifft auf ein merkwürdiges Gefährt. Also die erste Motorkutsche war ja eine geschichtemachende Innovation, die wirklich die Weltgeschichte beeinflusst hat, über die Geschichte der Mobilität, die sie geschrieben hat. Und das war Innovation pur. Zeitgleich präsentiert Karl Benz in Mannheim sein motorisiertes Dreirad. Augenzeugen nennen es eine Stinkkiste. Alle sind sich sicher, dass Benz mit seiner verrückten Idee bankrott gehen wird. Karl Benz war ein leidenschaftlicher Erfinder, ja, von dem ja auch der Ausspruch stammt, als man ihn im späteren Lebensjahren mal gefragt hat, hat er gesagt, Erfinden ist schöner als erfunden zu haben. Ja.
Das erste Auto kommt dann dank einer Frau ins Rollen, Bertha Benz, die Gattin von Karl. Sie glaubt an das Automobil als moderne Alternative zur Kutsche. Gemeinsam mit ihren beiden Söhnen Richard und Eugen unternimmt sie an einem warmen Augusttag 1888 die erste längere Autofahrt der Geschichte. Mit dem Benz Patentmotorwagen Nummer 3. 106 Kilometer von Mannheim nach Pforzheim. Ihren Mann lässt sie schlafen zu Hause. Diese Fernfahrt, die sie natürlich nicht allein gemacht hat, sie hat die zusammen gemacht mit dem Sohn Eugen, der damals 15 war, und dem Richard, der war 14. Und es ist natürlich schon davon auszugehen, dass die nicht unerheblichen Anteil auch hatten, die mechanischen Probleme, die bei der Fahrt aufgetreten sind, zu beheben. Ja. Aber nichtsdestotrotz war sie also die erste Fahrt, Frau am Lenkstockhebel, muss man ja sagen, Lenkrad war es ja noch keins, die eben so eine Fernfahrt gemacht hat. Autoland Deutschland? Um die Jahrhundertwende noch lange nicht. Frankreich ist da weiter. Abenteurer und Snobs fahren dort schon Rennen. Mit den ersten Sportwagen aus Untertürkheim. Über Zeitungsanzeigen sind die deutschen Autos in Frankreich gut bekannt und bekommen da auch ihren Namen. Zunächst mal rein historisch gesehen gab es einen Konsul Jelinek, der Österreicher war und Südfrankreich gelebt hat und sehr gut betucht war. Und mit einem Auftrag von über 100 Fahrzeugen gelockt hat. Das war damals eine unglaubliche Stückzahl. Unter der Voraussetzung, dass erstens diese Autos in Rennen eingesetzt werden konnten und zweitens den Namen seiner Tochter Mercedes Jelinek trug. Mercedes, ein spanischer Mädchenname. Auf Deutsch bedeutet er voller Gnaden. Millionär Jelinek tauft nicht nur seine Tochter und sein Auto Mercedes, sondern auch die Villa und den ganzen Rennstall. Wir wissen alle nicht mehr, dass das Zufall ist. Und die Geschichte, dass dieser Mädchenname steht für die Marke heutzutage, wissen wir im Hintergrund, interessiert uns aber eigentlich nicht mehr, weil es war schon immer so, dass das Auto Mercedes heißt. Es ist ja auch schon immer so gewesen, dass das durchschnupfsichere Taschentuch aus Papier Tempo heißt. Und da denken wir nicht an Geschwindigkeit, sondern an Taschentuch. Und bei Mercedes denkt niemand an ein Mädchen oder einen Mädchennamen, sondern ans Auto. Den Namen gibt es schon. Doch die Firmen Daimler und Benz sind noch Konkurrenten. Zu Beginn der 20er Jahre drohen beide in der Wirtschaftskrise unterzugehen. 1926 schließt man sich zur Daimler-Benz AG zusammen, eine Notgemeinschaft, um zu überleben. Gemessen an den Weltmarktführern Ford und General Motors aus Amerika sind die Stuttgarter damals ein Zwerg. Der Stern als Logo stammt noch aus der Zeit der Gründerväter. Ursprünglich gibt es zum einen eine Postkarte, auf der Karl Benz seiner Mutter schreibt, wo er seine Werkstatt hat. Und dieses mit einem Pfeil und einem Stern, dreizackigen Stern, bezeichnet. Auf der anderen Seite hat es am Anfang die Bedeutung zu Wasser, zu Lande und zu Luft, weil eben sowohl Schiffsmotoren als auch Flugzeugmotoren als eben auch Automobile gebaut wurden. Das sind Ursprünge vom Stern. Der Stern ist ideal. Ja. Es gibt ja ein Logo, das ist noch viel stärker. Und das ist das Kreuz von der Kirche. Die hatten ja auch mehr Zeit, Image zu bilden und ihr Logo in die Köpfe und in die Herzen reinzubringen. Und Mercedes macht das so schön konsequent. So ein einfaches Symbol. Ihr guter Stern auf allen Straßen war das schön, der Slogan. Und das ist für uns schon Deutschland, Wirtschaft, Wohlstand pur. Und nicht umsonst, sagt der Mercedes, ist wahrscheinlich auch so, das meistgebrauchte Ersatzteil, weil auch ein prima Souvenir. Kostenpunkt für Ersatzsterne, je nach Modell, zwischen 20 und 30 Euro. Der Stern wird wohl auch deshalb gern geklaut, weil er für Macht und Kapital steht. Ein symbolischer Anschlag auf die Autos der Bonzen, der abgebrochene Stern als kleiner revolutionärer Akt. Das nächste Kapitel, Kratzer am Stern, Fehler und Krisen. Daimler-Benz und die Nazis. Im Dritten Reich,
Eine für beide Seiten gewinnbringende Zusammenarbeit. Mercedes produziert Karossen für den Führer. Dazu muss man sagen, dass Hitler ein sehr großer Benz- und Mercedes-Fan war. Er hat am Anfang einen Benz-Wagen benutzt, hat natürlich genau erkannt, dass diese Mobilität, die ein Auto ihm garantiert hat, dazu führte, dass er sich also gut verkaufen konnte in Deutschland. Und es gibt in der Tat in den Kommissionsbüchern, wo jedes Auto und sein Besteller verzeichnet ist, ein Besteller, wo drin steht Besteller Adolf Hitler München. Ja. Das wird natürlich nicht so gerne gezeigt, aber es ist die Realität. Hitler wünscht sich einen Nationalrennwagen und sponsert die beiden konkurrierenden Rennställe Auto Union und Daimler-Benz mit 300.000 und 500.000 Reichsmark. Nazi-Größen zeigen sich gerne an Rennstrecken. Denn gegen die legendären Silberpfeile, die Mercedes ins Rennen schickt, hat die ausländische Konkurrenz damals keine Chance. Rennsport für die nationale Propaganda. Also das Auto galt schon damals als der Ausdruck der Hightech-Entwicklung. Und insofern hat man natürlich damit die Überlegenheit des deutschen Technikergeistes demonstrieren wollen, hat es auch getan. Im Krieg werden die Stuttgarter zum Hauptlieferanten von Motoren für die Wehrmacht. Der Umsatz schnellt in die Höhe. Mercedes lässt Zehntausende Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge für sich arbeiten, unter menschenunwürdigen Bedingungen. Es ist natürlich auch eine ganz tragische Geschichte. Die KZ-Häftlinge, die wurden ja mit äußerster Brutalität behandelt. Insgesamt hatten wir so eine Menge von 25.000 Zwangsarbeiter, die sich aus kriegsgefangenen Fremdarbeitern und KZ-Häftlingen zusammengesetzt haben. 1988 zahlt Daimler gerade mal 20 Millionen Mark Entschädigung, eine eher symbolische Summe für noch lebende NS-Opfer. Später schließt sich der Konzern mit anderen deutschen Unternehmen zu einer Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft zusammen, die gemeinsam 5 Milliarden Mark Entschädigungszahlungen aufbringt. Von der Bundesregierung kommen weitere 5 Milliarden. Als Waffenhersteller und Hauptlieferant der Wehrmacht ist Mercedes in den Kriegsjahren mehrfach Ziel von alliierten Luftangriffen. Auch rund 300 Zwangsarbeiter kommen dabei ums Leben. Bis auf Gaggenau beispielsweise waren die Produktionsstätten in einem sehr schlechten Zustand. Die Situation war trostlos. Ja, das Unternehmen hatte praktisch aufgehört zu existieren. Und man hat dann ganz langsam wieder angefangen als Reparaturbetrieb der Alliierten. Ja. Von 1946 an werden wieder zivile Autos gebaut. 1952 dann die Rückkehr in den Rennsport. 1955 die Katastrophe von Le Mans. Beim 24-Stunden-Rennen kollidiert der Mercedes des Franzosen Pierre Levesque mit dem Jaguar von Mike Hawthorn. Wrackteile schlagen in der Tribüne ein. 84 Tote, mehr als 100 Verletzte. Ein medienwirksamer Unfall wie der, in einer Zeit, in der es ja gar nicht viel im Fernsehen gab und in einer Zeit, in der wir gar nicht viel Fernsehen geguckt haben und Nachrichten bekommen haben, war natürlich für die Deutschen in einer Zeit, in der sie sehr empfindlich waren, auch was Ankratzendes oder Unfälle angeht, war fatal, ein Riesendesaster. Und das war für Mercedes auch fatal. Auslöser des Unfalls ist kein technischer Defekt, sondern ein Fahrfehler. Wer sich als Marke nicht aus der Deckung wagt und wer nicht auch imagebildend unterwegs ist mit Autorennsport, Motoren, schnell sein, wie es in der Zeit ja wirklich stand für Deutschland blüht wieder auf, der kann auch keine Fehler machen. 1997 dann ein Skandal, dem ein Huftier aus dem hohen Norden den Namen gibt. Die neue A-Klasse versagt beim sogenannten Elchtest. Sie kippt um, wenn sie plötzlich einem Hindernis ausweichen muss. Ein Super-GAU für das Image von Mercedes.
war natürlich ein großes Problem, dass das Qualitätsimage sehr stark in Mitleidenschaft fuhr, wenn plötzlich Fahrzeuge von Mercedes umfallen, wo Mercedes sehr großen Wert auf das Thema Sicherheit legt, dann ist das schon ein großes Problem. Der Imageschaden gewaltig. Daimler reagierte, stoppte die Auslieferung, besserte nach. Wir saßen mindestens so tief in der Krise, bis wir dann wirklich einen Riesenschritt gemacht haben mit der serienmäßigen Einführung von ESP und der Neukonstruktion einer Achse, was wir in, normalerweise dauert sowas 3 Jahre, in 3 Monaten inklusive der Entwicklung der Produktion vollzogen haben und dann Fahrzeuge, die ausgeliefert waren, umgerüstet haben. ESP steht für elektronisches Stabilitätsprogramm. Es verhindert, dass das Auto in Kurven ausbricht. Sensoren vergleichen Fahrweg und Lenkrichtung. Weichen die Werte voneinander ab, greift das System ein und bremst einzelne Räder ab. Eine Art Erweiterung des ABS, des Antiblockiersystems. Beide Systeme sind eigentlich nur für die teure Oberklasse vorgesehen. Doch die Elchpleite zwingt die Stuttgarter zum Umdenken. Auch die A-Klasse bekommt jetzt ESP, damit sie nicht mehr umkippt. Zusätzliche Kosten 150 Millionen Euro und ein langes Echo der Lächerlichkeit. So ein Elchtest wird nicht vergessen und man assoziiert nach wie vor damit auch die A-Klasse, die damals gekippt ist. Aber dadurch, dass dann das ESP eingeführt wurde, dass die Werbekampagne draufgesetzt wurde und die A-Klasse sich erfolgreich am Markt positionieren konnte, hat der Elchtest für die Marke keinen negativen Image-Schaden gebracht. Schon im Jahr nach dem Elchschock nimmt der nächste Skandal seinen Lauf. Mercedes, die Nummer 1 in Deutschland, geht mit Chrysler, der Nummer 3 in den USA, zusammen. Die bis dahin größte Fusion der Industriegeschichte. Oder, wie es bei Daimler noch voller Hoffnung heißt, eine Hochzeit im Himmel. Das ging wirklich dramatisch schief. Es werden Hochzeiten im Himmel geschlossen, aber auf der Erde muss man schauen, dass man diese Verbindung auch festigt. Und man hat sich nicht genug Gedanken darüber gemacht, wie man denn eine Integration solcher unterschiedlicher Unternehmen hinbekommen kann. Und lange Zeit haben sich die jeweiligen Ingenieure gewehrt, mit den Counterparts zusammenzuarbeiten. Man wollte nicht, dass Chrysler Teile von Mercedes übernimmt und schon gar nicht wollte man, dass bestimmte Teile von Chrysler dann in Mercedes-Fahrzeugen irgendwann eingebaut werden. Die Väter der Fusion Jürgen Schremp und Bob Eaton werden schnell Gegner. Chrysler macht einen Jahresverlust von 5,2 Milliarden Euro. Nach 9 Jahren Ehe folgt die Scheidung. Es wurde gar nicht bedacht, dass eine Marke auch eine Kultur hat. Einen Raum, in dem sie sich bewegt. Und das sind nicht nur die Produkte, das sind die Menschen. Und bei Chrysler in Amerika, in einer anderen Firma, mit einer anderen Historie, gehen die Menschen ganz anders miteinander um, denken ganz anders, haben ganz andere Gefühlswelten, stoßen auf die Gefühlswelten und das Denken von Mercedes aus Stuttgart ist weit weg. Das gibt dann den Clash, kann gar nicht anders sein. Nach der Chrysler-Krise muss ein neuer Name her, Daimler AG. Der Konzern gliedert sich in 5 Geschäftsfelder: Finanzen, Lastwagen, Busse, Vans und Pkw mit Marken wie Mercedes-Benz, Smart und AMG. Der Konzern entdeckt ein neues Verkaufsargument, den Klimaschutz. Später als andere zwar, doch der Rückstand soll aufgeholt werden. Dann aber platzt der große Dieselskandal dazwischen. Erst stehen nur VW-Motoren unter Verdacht, später auch die von Mercedes und anderen. Schwere Autos und viel PS. Als gut für die Umwelt lässt sich das kaum noch verkaufen. Das Vertrauen in die Dieseltechnologie, auch das Vertrauen in die Automobilindustrie insgesamt ist durch den Betrug bei Volkswagen erschüttert. Und insofern ist das keine gute Rahmenbedingung für die Premium-Marken wie Mercedes. Man leidet sozusagen ein Stück weit mit.
Bei den Abgasobergrenzen der EU hat es die Mercedes-Flotte schwer, mit der Konkurrenz mitzuhalten. Am sparsamsten auf Platz 1 Peugeot Citroën mit 110,1 Gramm CO2-Ausstoß pro Kilometer. Daimler erst auf Rang 13 mit 131,5 Gramm Kohlendioxid. Knapp dahinter BMW mit 131,7 Gramm. Immer umgerechnet auf den CO2-Ausstoß der gesamten Flotte. Das ist eine Riesenherausforderung für Mercedes, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, die Grenzwerte erreichen zu können, die ja relativ scharf sind für das Jahr 2020. Hier hat ein Premium-Hersteller wie Mercedes natürlich ein Problem. Man verkauft sehr viele SUVs, die leistungsstark sind, von der Aerodynamik unvorteilhaft sind. Und damit holt man sich aufgrund dieser gestiegenen Nachfrage nach diesen Modellen Probleme im CO2-Bereich wieder herein. Laut EU-Gesetz dürfen bis 2020 neue Autos nur noch 95 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Ein Mercedes-Modell wie der SL500 produziert laut Kleingedrucktem stattliche 205 Gramm, also das Doppelte. Kaum zu schaffen für die Ingenieure unter dem Stern. Mercedes ist überhaupt keine grüne Marke. Mercedes musste auch keine sein, lange Jahrzehnte. Wir haben dann gesagt, wir trennen den Müll, wir gehen mit dem Jutebeutel zum Einkaufen, aber wir fahren doch lieber den Jutebeutel in den Kofferraum. Mercedes, das bin ich mir wert. Unser nächstes Kapitel. Der Kunde ist König. Autos für Angeber und Taxifahrer. Sie lässt die Herzen von Mercedes-Fans höher schlagen. Die S-Klasse. S wie Sonderklasse. Für viele auch synonym für den Bonzen-Benz. 1972 wird die S-Klasse mit der Baureihe 116 offiziell eingeführt. Unter anderem Namen gibt es die Luxusklasse schon seit Mitte der 60er Jahre. Komfortabler, noch sicherer und noch schöner. Damit Ihnen Ihr Mercedes-Benz noch besser dienen kann. Die S-Klasse ist der Patriarch, das ist der Baulöwe. Die S-Klasse ist der, der schon in den 70er Jahren ein Autotelefon mit einer riesen Batterie im Kofferraum hatte. Für das Einstiegsmodell der S-Klasse müssen Käufer 1972 schon 23.800 Mark hinlegen. 1980 kostet das Topmodell 81.300 Mark. Wer sich das leisten kann, bekommt allerlei Technik und vor allem viel Status. Alle Innovationen, sei dies jetzt ABS, sei es Airbag, wurden in der S-Klasse eingeführt. Eine Stufe unter der luxuriösen S-Klasse soll die sogenannte E-Klasse vor allem für Zuverlässigkeit stehen. Auch wenn die Pannenstatistiken mitunter eine andere Sprache sprechen, gilt die E-Klasse seit langem als ideales Taxi. Der Kölner Reinhold Weinreis schwört seit fast 40 Jahren auf seinen cremefarbenen Benz. Mercedes ist Mercedes. Und die Stunde, die ich hier drauf verbracht habe, ist ja quasi wie mein Wohnzimmer gewesen. Wenn man die langen Jahre gefahren ist und die Stunden gefahren ist, ich kann sie ja nicht mehr zählen, dann müsste man den Rechenschieber rausholen. Taxi-Alltag, das heißt harte Beanspruchung von Fahrer und Fahrzeug. Die erschöpfte junge Frau, die nur den einen Gedanken hat, ihre kriegerischen Rangen so schnell wie möglich ins Bett zu bringen. Und dann gibt es den Mann, der sich so geborgen fühlt, dass er sofort einschläft. Taxen von Mercedes erreichen bei guter Pflege verblüffende Laufleistungen. Ein griechischer Taxifahrer soll mit seinem Strich-8er-Taxi 4,6 Millionen Kilometer gefahren sein. Reinhold Weinreis hatte insgesamt 4 Modelle und einen klaren Favoriten. Das war einer meiner ersten, ja. Der klang noch besser und der Wagen war stabil. Stabiler wie die heutigen E- und S- und Y-Klassen, wie die alle heißen. Der Strich 8, das war der Wagen, den ich am liebsten hatte. Taxifahrer und Daimler. Für den Konzern eine wertvolle Symbiose, die mit Garantieprogrammen und Rabattaktionen gepflegt wird.
das ältere Ehepaar auf dem Wege zum Kindergeburtstag. Vor lauter Sorge, etwas zu vergessen, wird nichts aus der Hand gelegt. Das junge Pärchen, das auf das überreichliche Platzangebot verzichtet und bei dem ein diskreter Fahrer nur sparsam in den Rückspiegel schaut. An so einem schönen Strich 8, da hängt mein Leben dran. Zuverlässig und für Kunden da. Das Versprechen der Taxibranche nimmt Mercedes gern auch für sich in Anspruch, vor allem in Krisenzeiten. Now I know my heart is a ghost town. Weite Teile Europas erlebten heute einen der ruhigsten Sonntage seit Kriegsende. Ebenso wie in der Bundesrepublik galt auch in Dänemark, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und der Schweiz wegen der Ölkrise generelles Fahrverbot. Ölkrise 1973. Die arabischen Staaten drehen den Ölhahn zu. Ungewohnte Leere auf deutschen Straßen. 4 Sonntage im Herbst sind autofrei. Nur Taxis, Ärzte und Lieferanten mit frischer Ware dürfen fahren. Für deutsche Autobauer ein schwerer Schlag. Die Produktion sinkt während der Ölkrise um 18%. Ich war damals Student und bin mit dem Fahrrad über die Autobahn gefahren. Das Unternehmen hat in dieser Zeit zunächst einmal die Gegenseite der Medaille auch positiv erlebt, nämlich Nachfrage in den mittleren Oststaaten, die Erdöl produziert und verkauft haben. Daimler übersteht die Krise fast ohne Einbußen. Die Stuttgarter profitieren von ihrer Lkw-Produktion. Ende der 70er Jahre ist Daimler der größte Lasterhersteller der Welt. Aber die Ölkrise startet auch bei Mercedes einen schwierigen Lernprozess. Mercedes war ja auch in den 70er Jahren bereits einer der großen, ja, begehrten Premium-Hersteller. Und das Thema Sprit spielte keine Rolle, Verbrauch spielte keine Rolle. Und das hat sich mit der ersten Ölkrise ein Stück weit verändert. Ich denke, es hat längerfristig einen sehr positiven Effekt gehabt, weil man musste sich langsam eben auch über Spritspartechnologien Gedanken machen und hat in diesem Antriebsbereich dann eben auch Innovationen entwickeln müssen, um diesen Spritverbrauch zu reduzieren. Sparen ist angesagt. Ungewohnt und untypisch für Daimler. Da kommt etwas auf uns zu. Etwas Neues. Die neue Mercedes-Klasse. Eine neue dritte Baureihe von Mercedes-Benz. Ein Automobilkonzept ohne Vorbild. Gemeint ist der Baby-Benz, der 190er. Gedacht für Mercedes-Fans mit kleinerem Portemonnaie und typisch im Straßenbild der 90er Jahre. Nach der Ölkrise wollen viele Kunden sparsamere Modelle. Als die neuen Segmente erschlossen wurden mit den 190er und auch mit der A-Klasse, ist der Markenwert Luxus ein wenig in den Hintergrund getreten. Qualität und Sicherheit ist aber geblieben. Mehr als 1,8 Millionen Mal wird der Baby-Benz bis 1993 verkauft. Eine Besonderheit des Hauses sind die Selbstabholer, also Kunden, die es sich nicht nehmen lassen, auch wenn sie oft von weit her kommen, ihren neuen Wagen persönlich in Empfang zu nehmen. Die Atmosphäre hier gleicht fast einer Geburtenklinik. Man wartet auf sein Baby. Selbstabholung gibt es noch immer. Die Kunden sparen die Überführungskosten und eine Werksführung gibt es kostenlos obendrauf. Markenbindung für eingefleischte Fans. Das nächste Kapitel: Kampf um die Zukunft. Roboter ohne Benzin. 40 Jahre nach der Ölkrise sind Spritschlucker noch immer schwer gefragt, auch gebraucht. Mercedes läuft. Also läuft bis 500.000, sogar mehr. Also kommt drauf an. Wie gesagt, also wenn man den Auto pflegt, wie ein Mensch sich pflegen tut, also dann läuft der ganze Zeit. Modelle aus den 70er und 80er Jahren sind hier besonders beliebt. Hauptsache starker Motor und Klimaanlage. Beste Auto, besser wie die anderen alle. Die neuen Modelle C-Klasse oder so sind nicht schön. Ne? Also sind nicht. Das Navi ist ein einfaches Brett. Ne? Also sieht aus wie ein Tischtennisschläger. Ne? Also
ist schon, die sind schon sehr runtergegangen damit. Aber naja, ne, wenn man einmal Mercedes fährt, fährt man Mercedes. In Deutschland ausrangiert, in Afrika ein zweites Leben. Mercedes ist dort die beliebteste Marke. Die meisten Neuwagen gehen inzwischen nach Fernost. In China fahren die neuen Reichen gerne deutsche Oberklassewagen. Mercedes als Profiteur der Globalisierung. Mercedes ist kein deutsches Unternehmen, Mercedes ist ein Weltunternehmen. Der Markt Deutschland wird da gesehen, wo er hingehört. Imagepflege, Qualität, Positionierung achten darauf, hier weiterhin eine gute Figur zu machen. Nur das Geschäft und der Markenaufbau, adaptiert auf die Kulturen, die fernen, findet da statt, wo es ganz schön weit weg ist von Deutschland. Das ist Asien, das ist Südamerika, es gibt noch viele andere Märkte, die noch gar nicht erschlossen sind. Und da ist auch die Zukunft von Mercedes. Das heißt, die sagen, Deutschland ja, gucken, wichtig, viel wichtiger, global. 2015 ist China für Daimler erstmals der weltweit größte Absatzmarkt, noch vor den USA. 14,68 Milliarden Euro Umsatz und 373.000 verkaufte Fahrzeuge im Reich der Mitte. Ein Wachstum von sagenhaften 32,6%. Die Märkte liegen nicht mehr nur zu Hause. Von rund 284.000 Angestellten arbeiten 113.500 im Ausland. Was bleibt da noch von der sprichwörtlichen deutschen Wertarbeit übrig? Mittlerweile ist natürlich der Daimler-Konzern ein globaler Konzern. Wir haben Präsenz in über 170 Ländern und auch hier in Stuttgart arbeiten Leute aus der ganzen Welt. So aus diesem Unternehmen mit deutschen Wurzeln ist ein globales Unternehmen geworden. Global, aber immer noch ein bisschen schwäbisch. Die Geschichten der Gründerzeit gehören nach wie vor zum Markenimage. Wo einst Bertha Benz ihre Pionierfahrt unternahm, bewältigt 125 Jahre später ein autonomes Forschungsfahrzeug die Strecke. Ein Wettlauf um die Zukunft. Die Konkurrenz ist in manchen Punkten schon weiter. Wir haben ja durchaus sinnbildlich die erste autonome Fahrt über 104 Kilometer auf der Bertha-Benz-Strecke Journalisten demonstriert, weil wir sehr wohl eigentlich den nächsten Schritt nehmen. Die Bertha-Benz hat durch ihren Mann und sie dann im Sinne der Positionierung das Pferd von der Kutsche entfernt. Und wir haben mit dieser Fahrt den Fahrer aus dem Auto entfernt, also der nächste Schritt. Autonomes Fahren. Die Technik steuert, der Mensch ist nur noch Beifahrer. Und das ausgerechnet im Autoland Deutschland, wo schon Tempolimits erbittert bekämpft worden sind? Das komplette Selbstverständnis der PS-Branche scheint auf dem Spiel zu stehen. Nun, die Automobilindustrie ist in einem dramatischen Wandel. Mercedes muss sich diesem Wandel stellen. Daimler muss eine Vision entwickeln, wie das Unternehmen im Jahr 2030 aussehen wird. Und das würde weitere Energie freisetzen, um gegen die Googles und Apples dieser Welt auch etwas ausrichten zu können, die eben auch zu den neuen Wettbewerbern plötzlich eines Premium-Herstellers wie Mercedes zählen. Mercedes. Mehr als ein Jahrhundert automobiler Wettbewerb. Noch strahlt der Stern aus Untertürkheim am Autohimmel, zumindest in Sachen Umsatz und Gewinn. Doch Erfolg kann träge machen. Den Start ins Zeitalter der Elektroautos etwa hat Mercedes glatt verschlafen.